Oh, das geht doch alles von meinem Lohn ab. Mein Bein! Mir ist nichts passiert! Jetzt doch so ein bisschen was! SpongeBob! Ja? Was soll denn? Wow, du hast trainiert! Ja, du brauchst kein Wörterbuch für mich, denn ich bin definiert! Ich komme zu spät zum Training. Kannst du für mich in der Küche aushelfen? Mach ich, du Muskelprotz. Und jetzt geh, bevor du alles kaputt machst. Larry? Oh, Fisch Larry, du lässt dich ganz schön hängen. Mit all diesem Papierkram habe ich überhaupt keine Zeit mehr zu trainieren. Ich brauche meine Muskeln nur noch zum Abheften und Lochen. Aber ich komme schon wieder in Form. Wart's ab. Na klar, Larry, ganz sicher sogar. Sei mal ehrlich und sag mir die Wahrheit. Hab ich einen Hängebauch? Ach nein, das ist eher ein raustrainiertes Töpfchen. Wir sehen uns dann im Trainingskurs. Vielleicht. Und Heilsuppe umsonst? Bisschen sehr salzig vielleicht. Also wirklich. Ach, er kommt sicher noch. Nur keine Angst. Larry hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Er hat mir beigebracht, genau dasselbe zu tun wie sonst auch. Aber auf dem Rücken. Lachen auf dem Rücken. Laufen auf dem Rücken. Und nicht vergessen, immer genug trinken, klar? Damit ihr auf keinen Fall austrocknet. Hoffentlich geht's Larry gut. Aber während wir warten, können wir doch ein bisschen auf dem Rücken Fahrrad fahren. Hey Larry, danke auch, dass der Dampf umsonst ist. Trottel. Ach, egal, was soll's. Ich brauch mir nichts vorzumachen. Du wolltest mich sprechen, Chef? Ja. Pass auf, du bist ja ganz offensichtlich inzwischen das Alpha-Männchen hier und ich bin ja nur noch die Schale meiner selbst. Ich kann dich gut verstehen. Ich will auch nur zurück in die krosse Kram. Du musst für mich übernehmen. Du bist nämlich der geborene Anführer. Mach du ab sofort alles, was Spaß macht, während ich hier am Empfang rumsitze und immer fetter und blasser werde, bis ich draufgehe. Das klingt klasse. Ach, Larry, sieh mich doch nur an. Ich bin zu groß, um richtig Burger zu braten. Das macht mich ganz traurig. Komm her und gib mir eine freundschaftliche Umarmung. Du meinst Kumpelknuddel? So möchte ich das lieber nicht nennen. Umarmen wir uns auf unser neues Leben, auf unser furchtbares neues Leben. Oh, was ist da passiert? Ja, mein Freund, du warst einfach überhydriert. Das waren keine richtigen Muskeln, das waren nur Wassermuskeln. Hey, dein Kumpelknuddeln war so super stark, dass du alles Wasser aus mir rausgequetscht hast. Sag dieses Wort nicht. Kumpelknuddeln. Weißt du was? Auf dem Rücken lachen war genau das, was ich gebraucht habe. Du bist doch ein ziemlich guter Fitnesstrainer. Königskrabbe, dein Gelächter kann einem wirklich ganz schön auf den Nerv gehen. Am nächsten Abend. Ja, das war der letzte Kunde für heute, SpongeBob. Ach, was war das für ein toller Tag. Sehe ich genauso. Und weißt du auch warum? Weil Krabs den ganzen Tag nicht aufgetaucht ist. Hä? Wonach riecht's denn hier? Mr. Krabs, wie lange sind Sie schon da drin? Ja. Ich glaube, langsam bin ich durch. Kannst du mich bitte mit Butter übergießen? Hilfe! Hilfe! Hey! Alles
Das ist gut. Sie sind in Sicherheit, junges Fräulein. Du Narr, bist mir in eine Falle gelaufen. Nun bist du mein SpongeBob, der Starke. So sehen wir uns also wieder, Wahnsinnsfisch. Zeig, was du kannst. Aber mit Vergnügen. Nicht so laut. Kann der Wahnsinn jetzt beginnen, Wahnsinnsfisch? Verwette deine Glasur darauf, SpongeKuchen. Ich hab keine Glasur, bei mir ist alles pur. Hey, du hast gemogelt. Hab ich nicht. Doch, hast du. Hab ich nicht. Doch, hast du. Gar nicht. Hast du wohl. Gar nicht. Hast du wohl. 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 Jungs. Jedenfalls ist dein Schuh offen. Stimmt nicht. Stimmt doch. Jungs. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Der Schuh. Nur keine Angst. Ich bin bereit. Komm nur her. Ach so, das war nur ein Traum. Na sowas. Guten Morgen, Gary Bear. Ich habe mit meinen nächtlichen Ausbrüchen dafür gesorgt, dass du nicht schlafen konntest. Schon wieder? Nein, Dienstagnacht war die mit dem 10 Meter großen Bibliothekar. Letzte Nacht habe ich mich mit dem notorischen Erzschurken Werner M. Wahnsinnsfisch duelliert. Unter ausschließlicher Verwendung meiner ungewöhnlich kräftig entwickelten Muskulatur. Was für eine Erleichterung. Einen Moment lang dachte ich schon, ich hätte ein blaues Auge. Die Zentrale, auch bekannt als das Revier. Woher weißt du denn das alles? Immer noch geheim. Na, da ist ja die kleine Helen die Hehlerin. Gute Arbeit, Jungs. Ihr habt die berüchtigste Kriminelle in ganz Bikini Bottom geschnappt. Hä? Das süße Ding hier? Lass die Maske jetzt fallen, Helen. Hey! Genau das ist sie. Na schön, bringt sie jetzt in den Verhörraum. Ich suche die Geheimformel und du verhörst die Verdächtige. Ich weiß nicht, wie man verhört. Du stellst einfach Fragen und sei streng. Fragen stellen und streng sein, alles klar? In Ordnung, Klein Helen. Was sagst du eigentlich zu unserem Wetter? Ich finde es ausgesprochen wunderbar. Und jetzt will ich dir mal eine Frage stellen. Wie lange bist du schon so ein Vollidiot? Ich will einen Anwalt. Du sollst einfach nur die Frage beantworten. Ein Idiot? Ich weiß nicht. Ganz schön heiß hier. Der Druck. Ja, schon gut, ich gestehe. Ich gestehe alles. Egal was. Was du willst. Na, Jungs? SpongeBob, bist du das etwa? Wen hast du denn erwartet? Den dünnen Danny? Moment! Ja! Nicht schlecht, was? Alter, ist das krass! Ich danke dir! Ja, ich hab ein bisschen trainiert. Ganz kleinen Moment, ja? Kommt jemand mit an die Saftbar? Ich sag's dir, Riesenmuckis. Weiß einer von euch, wo SpongeBob steckt? Muskelbob Protzkopf? Der ist da drin. Ach so? Naja, danke. Ich esse jeden Morgen erstmal 20 rohe Eier. Kleine Macke von mir. Entschuldigung. Das Muskeltraining ist mein Leben. Ich weiß noch, als ich so ausgesehen habe wie der junge Mann da drüben. Wer, ich? Und ich weiß noch, als ich so ausgesehen habe wie du. Aber das ist schon ganz schön lange her. Hier ist der Drink, Sir. Danke, Jungchen. Ja. Ups. Ja, du.
SpongeBob? Woher hast du denn diese Muskeln? Hab mir ein eigenes Trainingsprogramm zusammengestellt, das bringt schon was. Ups, ja, so gut ging's mir noch nie. Sieht so aus, was ist der Trick? Was? Dein Trick beim Trainieren, wie geht der? Ja, genau. Also erstmal nehme ich die Hand hoch und dann mache ich den hier. Das war ein Witz, oder? Können diese Muskeln lügen? Willkommen bei den 8. Ankerwerfmeisterschaften in der Gulagune. Alles klar, Muskelpaket? Na klar, sicher, alles super. Könnte ich da Senf drauf haben? Oh, der erste Teilnehmer ist Don der Bar. Meter. Wow. Und jetzt in der Wiederholung. Unglaublich. Und jetzt Larry, der Hummer. Ah. 230 Meter. Wir kommen zu Sandy Cheeks. Wow, ausgezeichnet! Das musst du erstmal schaffen! Und jetzt SpongeBob Schwammkopf! SpongeBob, 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 SpongeBob! War nur ein Scherz. Dieser Schwamm ist echt witzvoll wie kein zweiter. Oh, das war's dann. Jetzt merken alle, dass ich bloß so getan hab. Ich darf nicht aufgeben. Ich muss es versuchen. Ich kann es schaffen. Ich hab Ankerarme. Ich bin kein Weichei. Ich bin ein toller Hecht. Wir sind noch lange nicht fertig. Mit einem Unentschieden gehen wir in den letzten Wettbewerb. Brötchen-Wrestling. Wer wird das Gold mit nach Hause nehmen? Mr. Krabs von der großen Krabbe? Vergiss nicht, er hat dich Schnösel genannt. Oder Plankton vom Abfalleimer? Nicht vergessen, er hat dich Proll genannt. Das ist was Persönliches. Nein, ich heiße nicht Rick. Ich mag dich nicht. Ich mag dich viel weniger. Ich hab dich noch nie gemocht. Und ich tausendmal erst recht noch gar nie. Rosa. Gelb.
Gelb! Rosa! Du magst mich doch! Hören wir nie wieder gegeneinander zu kämpfen, mein Freund. Ja, Kumpel, los gehen wir. Hey, wo geht ihr hin? Kommt sofort zurück und haut euch platt! Du bist doch mein allerbester Freund. Du meiner auch. Weißt du, als ich sie gekauft habe, war sie weiß. Aber Patrick, wenn man in der Band ist, muss man sich etwas auffälliger kleiden. Eben mit etwas mehr, wie soll ich das nur sagen? Ja? Es muss eben etwas mehr... Nur raus damit, ich warte. Es muss frecher aussehen. Du hast wohl noch nicht mein neues Hairstyling gesehen, oder? Donnerwelle, da will ich nichts gesagt haben. Und im Gegensatz zu deiner kleinen hässlichen Perücke sind meine waschecht. Wie kannst du die so schnell wachsen lassen? Bin Naturtalent, pass mal auf. Ein Applaus für diese haarige Vorstellung. Pass mal auf, was jetzt kommt. Oh Mann, das müssen wir gleich Thaddäus vorführen. Hallo? Hallo Thaddäus, kommst du mit zur Bandprobe? Machst du Witze? Ich habe noch eine Menge zu tun, bevor ich berühmt werde. Ich verstehe, wir halten deinen Platz warm. Patrick? Bin schon dabei. Ich grüße euch, Mitspieler. Hey, Plankton, was ist denn das? T-Shirts. Ich freu mich. Plankton und die Bürgerstähler? Wenn euch der Name nicht gefällt, dann können wir natürlich... Also, ich liebe ihn. Schön schwammig und mysteriös. Kann ich meins in Pink kriegen? Sieht doch aus wie ein Tattoo. Juhu, kann unser erster Song so losgehen? Und danach kommt dann gleich dieser Break. Ja, klingt super, aber viel wichtiger ist doch der Text. Mir schwebt da sowas Persönliches vor. Vielleicht ein Geheimnis, das du hast. Oder auch dein Lieblingsrezept. Och, etwas über meinen neuen Freund Plankton? Oder ja, die Vorzüge halten. Eines gesunden Lebens? Ja. Und dann hätte ich noch... Die allerbesten Texte sind tiefergehend und verraten etwas. Irgendetwas, das nur du wissen kannst. Ein Geheimrezept. Ich hab mal nach meinen innersten Gefühlen geforscht und nur das gefunden. Hast du dir sowas vorgestellt? Nun habe ich den perfekten Traumkörper. Eine Woche später. Oh nein, das sind die Bullen. Die dürfen mich auf keinen Fall sehen. Wieso? Wieso? Weil das üble Autogrammjäger sind und die verfolgen mich überall hin. Das ist hart. Dann verstecke ich dich mal lieber. Hey! Was habt ihr Kinder hier so spät noch zu suchen? Wir haben gleich unseren ersten Auftritt. Wir sind in einer Band. In einer Band? Naja, also das ist... Oh. Du hast da einen... Ich hab da einen was? Er ist genau... Ja? Ach, putz dir einfach die Nase, Junge. Ja, mach ich, Officer. Sie sind weg. Du wirst das nie jemandem erzählen, kapiert? Los, Leute, beeilt euch gefälligst. Ja, geht gleich los. Ich muss nur den Schlüssel finden. Ich mach das selber, du hirnloser Schwamm. Hurra, gleich nehme ich die Krabbenburger-Formel mit. Ich meine, unser Konzert wird der Hit. Also, wo hat der alte Crabs das Rezept hier versteckt? Woo, let's rock! Yeah! Nun werden wir Stars! Ich frage dich, Thaddäus, bist du bereit? Hey, ich bin bereit. Okay, Patrick, bist du bereit? Ja! Plankton, bist du bereit? Plankton? Stehen bleiben! Ich bin bereit.
Augenblick mal! War diese Band für dich nur ein Vorwand, damit du das Geheimrezept der Krabbenburger stehlen kannst? Wie kommst du denn darauf? Nein, ich war wegen der Musik dabei, Mann! Wenigstens komme ich in meine alte Zelle zurück. Von wegen, für dich haben wir eine neue, ganz besondere Zelle. Aber meine alte Zelle hat mir gut gefallen. Dann wird dir die noch viel besser gefallen. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Plankton. Wir haben nur 22 Jahre Zeit bis zu unserem nächsten Gig und 1 und 2. Es ist ihm untersagt zu gehen, solange bis er diesen Kaufvertrag unterschreibt. Und was soll er kaufen? Immobilien. Das Ganze war also nur ein Trick, damit wir dir Schrottimmobilien abkaufen? Ja, wenn die Karateinsel wirklich existieren würde, dann wäre ich Millionär. Heißt das, ich bin nicht König des Karate? Nein, aber du könntest der König der Eigentumswohnungen sein. Wenn ich das kurz erklären dürfte, es ist wirklich ganz einfach. Passt auf. Ihr investiert in Wohnungsanteile hier auf der Apartmentinsel und seht zu, wie sich der Wert eures Kapitals steigert. Mehr und mehr. Du und dein gelber Freund, ihr könntet euch doch gemeinsam einen Investitionsplan überlegen. Tu das nicht, Sandy! Darauf lasse ich mich nicht ein. Das ist doch alles Schwindel. Dann lass dich auf meine Fäuste ein. Da ist Bun Plan ins Wasser gefallen. Thaddäus, bist du verrückt geworden? Du weißt, was die große Krabbe mir bedeutet. Und du hast nichts Besseres zu tun, als all diese zahlenden Kunden zu mir zu bringen. Ganz ruhig bleiben, Leute. Hier gibt's viel Thaddäus fürs Geld. Also stellt euch brav in eine Reihe und zückt eure Brieftaschen. Für die geringe Gebühr von 14,98 darf jeder von euch Thaddäus einmal anfassen. Wir haben nicht viel Zeit, mach mich mit dieser Tür wieder so wie früher. Und ich spendiere jedem noch eine Limonade für 3 Dollar mehr. Worauf wartest du, SpongeBob? Hau mir die Tür in mein Gesicht. Ich kann es nicht. Neulich, das war aus Versehen, aber absichtlich jemandem wehtun, das schaffe ich nicht. Entweder du tust mir sofort weh oder ich dir. Naja, wenn's denn sein soll. Halt dich nicht zurück, SpongeBob, hau sie mir richtig in die Fresse. Aber denk immer dran, ja, das wird mir mehr wehtun, als es dir wehtut. Gut, das muss ich mir merken. Sekunde. Ah! Hey, ich war noch nicht so weit. Kannst du mal so lange warten, bis ich... Na also, langsam siehst du wieder aus wie früher. Nein, immer noch zu hübsch. Es haut immer noch nicht hin. Ich mache es noch nicht fest genug. Warte mal eine Sekunde, ich muss... Walfisch Dreck, nun bist du ja noch hübscher als vorher. Und die Menge wird wahnsinnig. Ja, SpongeBob, du hast mir das eingebrockt. Also lass dir mal was einfallen, wie du das wieder gut machst. Ja, du hast recht, Tadde. Ich denk mir was aus. Du hast mir das eingebrockt. Thaddäus, Vorsicht! Da fliegt ein Schuh direkt auf dich zu. Gut gemacht, Kumpel.
Du bist wieder der Alte. Ach, Tadde, ich liebe deine Visage, egal wie oft wir sie kaputt hauen müssen. Ich wäre froh, wenn mir das was bedeuten würde. Gott ist der hässlich. Hey, wo wollt ihr denn hin? Geht doch nicht weg. Bitte, ich flehe euch an. Hey, ich kann ihn wieder hübsch machen. Seht ihr? Seht ihr? Er ist wieder hübsch geworden. Man braucht nur etwas Zeit, etwas Schmackes und Ausdauer in den Ellenbogen.